großer Tag. Mein Team und ich freuen uns. Ich freue mich natürlich besonders. Ich bin sehr happy. KL Gründet ist eine gemeinsame Initiative von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft der Westpfalz, um innovative Unternehmensgründungen auszuzeichnen und Existenzgründern Mut für den Weg in die Selbstständigkeit zu machen. KL Gründet ist eine wichtige Initiative, die für die Gründer und Gründerinnen eine besondere Unterstützung bietet. Wenn man sich genau umschaut, nicht nur hier, sondern im Kreis und der Stadt und der Region, dann stellt man schnell fest, es sind doch wirklich erstaunlich viele, welche sich um unsere Neugründer kümmern. In diesem Jahr wurden die Gründungsidee des Jahres, der Gründer des Jahres sowie der Gründungsförderer des Jahres ausgezeichnet. Als Gründungsidee des Jahres wurden in diesem Jahr zwei Preisträger geehrt. Dr. Ing. Markus Breski, Mitarbeiter am Institut für Verbundwerkstoffe in Kaiserslautern, erhielt den Preis für sein Gründungsprojekt Low Composites. Das war ein komplett gelungener Abend und ich freue mich natürlich besonders über den Preis, den wir gewonnen haben für unser Projekt Low Composites. Dr. Ing. Niels Petersen wurde für sein Gründungsprojekt IOXP ausgezeichnet. KL Gründet, schöne Veranstaltung. Mein Team und ich freuen uns, dass der Preis für die Idee des Jahres auch in unser Projekt gegangen ist, IOXP. Und wir sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr den Vertrauensvorschuss, den wir heute erhalten haben, auch einlösen können. Gründer des Jahres wurde ein ehemaliger Student der Hochschule Kaiserslautern, Oliver Strecke, mit seinem Unternehmen Viamon. Ja, ich freue mich sehr, den Preis Gründer des Jahres 2014 gewonnen zu haben im Rahmen der KL Gründet Veranstaltung. Das haben wir unter anderem unserem Mentor bei dem Gründungsbüro Kaiserslautern zu verdanken. Menschen und Institutionen, die sich besonders für die Gründungsförderung in der Region engagieren, werden mit dem Preis Gründungsförderer des Jahres ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde Professor Andreas Dengel vom DFKI, vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Ehre zuteil. Für mich heute ein großer Tag. Es ist für mich eine tolle Anerkennung, eine Wertschätzung meiner Arbeit als Gründungsförderer, als Mentor, als Netzwerker. Und ich freue mich schon, das auch als Motivation mitzunehmen für die nächsten Initiativen, die ich schon geplant habe. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein, insbesondere deswegen, weil wir als Investitions- und Strukturbank auch einen finanziellen Beitrag geleistet haben, um den Gründer des Jahres auch finanziell zu unterstützen. Kaiserslautern ist einer der Schwerpunkte unserer Aktivitäten. Wir arbeiten sehr eng mit dem Gründungsbüro in Kaiserslautern zusammen. Für uns als Hightech Gründerfonds, der ja junge Start-up-Unternehmen mit Risikokapital finanziert, war das eine sehr gelungene Veranstaltung. Insbesondere war es wunderschön zu sehen, wie der Transfer der Technologie aus der Hochschule in die Ausgründungen mit Hilfe des Gründungsbüros unterstützt werden kann. Gründungen aus Hochschulen sind wichtig, damit die Wirtschaft an die guten Ideen aus den Hochschulen kommt. Hochschulen sind Motoren für das Gründungsgeschehen. Es mag etwas abstrakt klingen, aber immer wieder wagen junge Leute den Schritt aus der Hochschule heraus in die unternehmerische Selbstständigkeit. Gründungsausbildung ist gelebter Wissenstransfer. Dadurch kommt es, dass Ideen aus der Hochschule in die Wirtschaft gelangen. Wir haben ja heute einige hervorragende Gründungsideen gesehen bei KL Gründet. Und das ist natürlich auch immer wieder dann ein Motivationsschub für uns als Professoren, die sich damit beschäftigen. Ich freue mich, dass wir heute so hervorragende Gründungsprojekte unterstützen und auf den Weg bringen können. KL Gründet ist aber eine wichtige Initiative, die hilft, maßgeschneiderte Unterstützung für die Gründer und Gründerinnen anzubieten.